Tere. Ja, mach ruhig, lass raus. Fasseloven zusammen! Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Die Stimmung hat ihren Höhepunkt erreicht, das kann ich nicht mehr toppen. Tschüss zusammen! Bin durch. War das in Ordnung so von der Zeit? Ist das in Ordnung? Ja. Nee, nicht? Das ist, ich muss das gerade erklären. Wir haben so eine kurze Session. Jetzt sagen alle immer, halt dich zusammen, mach ein bisschen schneller. Ja, das Kamerakind da unten, hier oben ist das Programm. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet, ins Fernsehen zu kommen. Jetzt machst du den ohne Karte rein die ganze Zeit. Geh mal aus dem Bild, das riecht mich direkt zu Beginn auf. Das ist, geh weg. Das, und nicht so nah, ihr seid HD und ich hab Mischhaut. Das ist unfair, was du da machst. Hier, das ist, das sind immer, das muss das den Leuten, die hinten sitzen, die die Karten bezahlt haben. Hier vorne, ja, hier ist... Psst. Hier vorne, das ist immer, ja, wir Redner sagen, das ist der Tisch, ne? Der Tisch. Da sitzen jedes Jahr die gleichen Köpfe, immer die gleichen Köpfe. Die fahren die nach der Veranstaltung mit dem Tisch raus auf den Gang. Dann kommt da eine Plane drüber. Und im nächsten Jahr fahren die genauso wieder rein. Ja, das ist in Köln Tradition. Ihr müsst ab und zu ein bisschen Febreze dran machen. Es riecht was streng so langsam, ne? Ist schön bei euch, muss man sagen. Ich war gerade noch richtig in Rage. Und jetzt haben sie wieder gesagt, mach nicht zu lange. Ich weiß, es ist eine kurze Session. Ich finde das so schade. Ich habe in diesem Jahr 11 Jahre Kölner Karneval. Ich wollte einen riesen Fass aufmachen. Ja. Tschüss zusammen. Nein, dann sagen sie, ich soll kürzer machen. Vor allem, was mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, das tut mir sehr weh. Es ist gesagt worden, der Kölner Karneval, sie können die Hände auseinander machen. Ich bin nicht der Wanderprediger, ich bin Programm. Was habt ihr da vorne hingelegt? Komme ich nicht klar drauf. Ganz komische Menschen. Haben Sie Freude? Das ist Kölner Karneval. Das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ja? Was klatschen Sie denn jetzt dazwischen? Haben Sie ein anderes Programm oder was ist denn hier los? Ich mach mal da drüben, weil ich schlafen sie durch, die sind mir lieber irgendwie, das ist... Ich sagte gerade, da sind sie gerade aufgewacht. Ich sagte, dass in den Medien... Ich sag noch lachen oder kollabieren Sie? Ich habe Angst so langsam. Sie haben gesagt, dass in den Medien so dargestellt wird, dass der Karneval nicht mehr zeitgemäß ist. Das hat mir sehr weh getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache seit 11 Jahren Kölner Karneval. Jetzt sind wir plötzlich, jetzt hast du schon wieder den da. Hallo? Geh da weg, ich setz mich da hin. Geh du rauf, geh du auf die Bühne. Geh da rauf und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ins Bild zu kommen, dann mache ich das so. So, also. Ruhe, ich arbeite. Ja, das ist, gehen Sie doch damit weg, das kann ich doch nicht annehmen. Eine Salzstange hast du 20 Euro weg, das geht doch nicht. Hör auf. Der Karneval ist, nee, ich kann die Leute nicht sehen, ich gehe mal wieder hier hoch, setz dich, genieße es. Der Karneval ist nicht mehr zeitgemäß. Ich finde das so traurig. Weißt du, jetzt hast du 11 Jahre gemacht, jetzt bist du nicht mehr zeitgemäß. Büttenredner will keiner mehr sehen. Ich weiß, Fernsehen möchte uns kaum noch übertragen. Die Säle sind leer. Warum sind Sie alle hier? Hat man Ihnen das nicht mitgeteilt wahrscheinlich, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich finde es so traurig. Mir tut es. Haben Sie Probleme mit dem Handy oder warum zeigen Sie mir das die ganze Zeit? Die haben doch Kameras genug mit. Du musst nicht filmen. Ich bin extra analog gekommen. Du musst nicht im Netz gucken, wo ich bin. Hier bin ich. Hier ist das Kasperle. Was sind das für Leute? Herzlichen Dank, das nenne ich Unterstützung. Ja, bitte, esse. Es sieht aus wie bei der internationalen Fungusstellung bei euch am Tisch, ne? Das ist Wahnsinn. So. Ich war gerade dabei, da warst du noch am Arbeiten. Das ist ja praktisch, die kleinen Geräte, sonst hättest du die ganzen Aktenordner aus der Firma mit auf die Sitzung bringen müssen, ne? Ich war gerade am Erzählen, dass wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ich lasse es einfach mal so stehen, Sie müssen das für sich entscheiden. Ich fange nochmal an. Liebe, Kamera auf mich, erste, oh toll. Ich muss Bilder, wir brauchen gute Bilder, Ruhe. Ich genieße das manchmal, einfach so 30 Sekunden in die Kamera gucken. Ich weiß ja, was so eine Sendeminute kostet. Ich hau's mit beiden Händen raus heute Mist. Ist mein Chef da? Buro, wo bist du? Da. Du hast mir das letztes Jahr erlaubt. Du hast mich letztes Jahr bei dieser Veranstaltung zum Intendanten gemacht, du erinnerst dich? Ich hätte nie gedacht, wie wenig man als Intendant zu sagen hat, wenn man das erste Mal ist. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Was jetzt? Was denn? Jetzt läuft's, es läuft. Jetzt geht's ab, du bist schuld.
Ach ja, komm, wir kriegen die Zeit schon rum. Ist ja vereinzelt noch Fröhlichkeit in den Gesichter zu erahnen hier vorne. Nee. Was sind das für Menschen? Habt ihr mir wieder einen Bus aus dem Sauerland in der ersten Reihe geschüttet? Jetzt soll ich hier... Ja, ihr lacht, ich muss hier arbeiten, das ist schwer. Da ist einer aus dem Sauerland. Wer pfeift, hat Luft im Kopf, raus. Nee. Schön bei euch, ich mag das schon. Es werden schöne 4 Stunden mit uns. Ich sehe das kommen, ja. Nee, das ist ja, du hast das direkt so, du hast das im Gefühl, wenn du in den Saal reinkommst, du spürst das. Nee, manchmal kommst du in den Gürtel nicht, da denkst du, leck mir mal Arsch, hier bist du aber der Einzige, der Spaß hat gerade. Nee, aber hier? Ja, wir sind ja nicht mehr zeitgemäß. Ich habe auch nichts vorbereitet jetzt an Rede. Hier rechts neben dir ist ausgegangen, schub sie mal an, dass kein Leben mehr drin ist. Und das, ja. Ja, bitte, ey, ihr seid Bühnenbild. Kommst du rein, denkst du, der Wandteppich bewegt sich, kriegst du richtig Angst. Weil, ja, komm. Sie überlegen noch, ob sie Spaß haben. Ich kriege sie zum Lachen, wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Glauben Sie es mir. Hat mir so von der Stimmung erzählt. Nee, ist wirklich, was mache ich jetzt? Ich habe keine Rede, weil ist ja, was soll man was machen? Was der Kölner gerne macht, ist ja schimpfen. Generell, nee, gerade weil ich sie alle da sehe, wird so über den Fußball ja im Moment wirklich. Ich habe das nicht verstanden. Vielleicht können Sie mir da mal weiterhelfen. Wir hatten ja die WM im eigenen, also es war im eigenen Land, war Fußball. Das war gekommen, weil Geld geflossen wäre in ein anderes Land. Deswegen hätten wir im eigenen Land Fußball. Wäre so gewesen. Dann haben die in dem Land angerufen, wo die hingeflossen ist und haben gesagt, wie viel war es denn? Und was habt ihr damit gemacht? Dann haben die gesagt, wissen wir auch nicht mehr so genau, ist lange her. Acht nochmal genau, was für ein Verwendungszweck draufschwand. Dann haben sie uns wieder angerufen und haben gesagt, wie viel habt ihr denn gegeben und wo kam es denn her? Dann haben wir gesagt, ja, von uns war es ja nicht, nicht wahr? Da müsst ihr da gucken, wo es herkam. Dann haben die den rausgefunden, wo es herkam. Der sagte, ich habe es mal gegeben, aber vermissen tut jetzt in dem Sinne auch nicht, nicht wahr? Also regen sich jetzt alle tierisch auf, weil einer was nicht vermisst, was der andere nicht bekommen hat. Das ist doch Blödsinn, oder? Das ist in Köln normaler Zahlungsverkehr. Das läuft bei uns so, das ist ganz normal. Ja, bitte, was soll das denn? Genau. Super Muppet Joe. Tschüss zusammen. Nein, das war... Ah. Wenn es am schönsten ist. Nee, ich sag immer, ist doch scheißegal, wo das Geld herkam. Hauptsache, wir hatten Spaß an der Nummer. War doch ein schönes Fest für alle. Ja, no. Pass auf. Die Fußballer halten sich zurück. Ich weiß noch ganz genau, das muss man den Leuten zu Hause an den Geräten erklären. Ich weiß, sie schauen schon länger diese Karnevalssendung. Es ist jetzt fast 9 Uhr schon. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, wenn Sie auf die Uhr gucken. Es könnte sein, dass Sie eine andere Uhrzeit haben. Es kommt immer darauf an, wo man mich hinschneidet. Das ist, ja, das... Und das kann nur die ARD. Schneidend ob Live-Sendung. Das schaffen nur die. Das ist Wahnsinn. Ja? Also wenn Sie jetzt eine andere Uhrzeit haben, das geht alles hoch zum Satelliten und einmal rumherum. Das kann passieren. Ich möchte an dieser Stelle mal was sagen, auch für Sie zu Hause. Wir haben in Köln so ein doofes Bild im Moment. Das war damals, als wir im eigenen Land waren. Da war das anders. Da haben wir so zusammengestanden, alle Nationen dieser Erde. Da haben wir zusammen auf der Domplatte, haben wir Fußball geguckt, gemeinsam. Das war eine schöne Zeit. So haben wir da gestanden. Heute soll es so stehen. Ich finde es schade eigentlich. Früher haben wir so da gestanden. Hören Sie auf zu klatschen. Sie sind die Einzige, die es verstanden hat. Frau OB bückt sich, glaube ich, jetzt. Ist gar nicht im Bild. Ne? So, das war so eine schöne Zeit. Wir haben so gestanden. Ich weiß noch, ich habe zu dem Typ hinter mir gesagt, ich sage, hör mal, du merkst schon, dass du deine Hände in meinen Taschen hast, ne? Sagt er, stört dich das? Ich sag, das nicht, aber mach eine Zigarette aus, es qualmt wie Sau. Das war eine schöne Zeit. Warte, ich erzähle das gerade noch. Mach Pause, warte, mach nicht so viel, du isst noch lang. Es ist ja erst... Gucken Sie zu Hause mal auf die Uhr, ich weiß es nicht. Was haben wir denn für einen Wochentag? Rosenfreitag ist heute. Hören Sie auf! Ich habe nur einen Versuch. Hören Sie auf, bitte jetzt! Die Auswärtigen möchten singen. Spielen Sie auch auf Bestellung? Schön bei euch, ne? Nein, ich erzähle das gerade noch und dann fange ich auch an. Ich hatte schon angedeutet, ich habe noch ein Feuerwerk der guten Laune vorbereitet. Das wird ein Riesenhit. Du schmeißt dich vom Stuhl vor Freude, sehr wahrscheinlich. Ja, du nicht. Wenn Sie Lust haben, einer muss vom Stuhl. Das... Oh, Entschuldigung, habe ich Sie gestört. Das ist mir sehr unangenehm. Machen Sie, was Sie wollen. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein freies Land, ein freies Programm. Sie können sich zu Boden werfen und in die Auslegeware beißen. Das ist völlig egal, was Sie machen. Wenn ich Sie störe, machen Sie einfach husch, husch, dann geht der Onkel woanders hin. Ich gehe mal hier rüber.
Ich wollte das gerade noch erzählen, dann fange ich mit dem Programm an. Wir haben ja nicht so viel Sendezeit. Obwohl, wir sind ja live, kann ja keiner schneiden. So, pass auf. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn du weißt, ich fliege raus aus der Sendung. Da kannst du machen, was du willst. Das ist total schön. Ne? Doch, es, ja. Guck mal hier. Das ist so geil. Der Buru sitzt da mit dem Taschenrechner. Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Weißt du das noch? Ich bin raus. Ach so, ich wollte das gerade noch erzählen vom Fußball. Das war eine schöne Zeit. Wir haben zusammengestanden auf der Domplatte. Das war, ja, neben mir stand ein Mädchen, die nervte ein bisschen. Die rief immer, Abseits! Ist ja was? Abseits! Sag, Liebchen, kann kein Abseits gewesen sein. Ist Halbzeit im Moment. Ne? Ist Quatsch, was du sagst. Ne? Das war ganz klar, Abseits! Sag, Mädchen, pass mal auf. Wir Kölner lernen in der ersten Klasse der Grundschule, was Abseits bedeutet, und zwar im Fach Mathematik, Themengebiet Mengenlehre. Herr Spinner guckt verzweifelt, Sie waren nicht in der Grundschule, wahrscheinlich nicht. Jetzt muss ich ihm das erklären, kann ich das gerade machen, sonst ist das blöd für ihn. Einmal Abseitsregel nur für Sie. Wir haben einen Kreis, in diesem Kreis stehen fussige Kinder. Ich habe nicht gesagt, dass das lustig wird, ne? Ich habe nur gesagt, ich erkläre es. Wir haben einen zweiten Kreis. In diesem Kreis stehen dicke Kinder mit Hornbrille. Was haben Sie eine dreckige Lache? Sie will ich als Klingelton. Das habe ich schon nie gehört, sowas. Und wir haben einen dritten Kreis. In diesem Kreis stehen Kinder mit Zahnspange und Kochlatzhose. Und ich, arme Sau, stand in der Schnittmenge. Ich war ein kleines, dickes, fussiges Kind mit Zahnspange, Hornbrille und Kochlatzhose. Das ist Abseits, sag ich dir. Das hat wehgetan. Jahrelang. Wusste ich da. Ja, no. Ach komm, ich fange jetzt an, ne? Ja. Oh, schade, Zeit rum. Tschüss. Das ja, singt noch ein bisschen. Mir ist das, da ist auch schon, ich sehe es, gerade kommt schon die nächste Nummer, ne? Das ist immer im Kölner Karneval, da kommt eine Nummer und dann drängeln die, ne? Wir wollen auch auf die Bühne. Ich habe 25 Minuten, die mache ich auch. Wenn ich Bock habe, mache ich länger. Und ich habe Bock, glaub mir, ich mache 35. Ja, 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 das so nicht. Der ist egal. Ja. Du ziehst es unnötig in die Länge jetzt, aber ja, sie haben nichts verpasst. Die haben nur ein Lied, gleich in Hosen an. Das ist egal, ich mach noch ein bisschen. Also. Habt ihr Waffen mit? Nein, so ich. Ich muss das mal sagen, dass, wenn wir so lustig miteinander reden, ich finde es ja eigentlich sehr schön, aber Sie merken es schon, ne, dass wir so ein bisschen traurig sind, weil wir nicht mehr zeitgemäß sind. Ist schade. Wir bräuchten so ein bisschen asiatische Gelassenheit, sage ich immer. Das haben wir nicht. Der Rheinländer und der Kölner an sich, wir haben so Mentalität, die ist so toll, aber diese asiatische Gelassenheit, dieses Lächeln, trivial, ne, das, du kannst dem Asiaten an Knie treten, der entschuldigt sich bei dir und lächelt dabei. Das ist so schön. Die sind so in Asiatien. Das ist deren, die sind von der... Von der, ja, das haben die, ich erzähle das gerade, oder musst du zum Bus? Nein. Die sind von der Mentalität so, weil Konfuzius dem Asiate das beigebracht hat. Konfuzius hat damals zum Asiaten gesagt, das ist schwer. Ja, er hatte doch recht, sind wir doch mal ehrlich. Lass das doch mal, nehmt das doch mal für euch an. Ja, ist doch wahr. Das ist doch schön. Der Asiate lächelt, du kannst Witze drüber machen, er lacht mit. Ich weiß auch, was ich für Blödsinn erzählt habe über Asiaten hier. Warum lacht der Chinese am Kölner Weihnachtsmarkt, weil er da das Zeug kaufen kann, weil er vor 2 Wochen zu Hause gebastelt hat. So ein Zeug, ne? Ja. Oder lacht der Asiate mit? Der Asiate muss da mitlachen, weil sonst verliert er sein Gesicht und dann darf er nicht mehr raus von zu Hause. Ne? Wenn der Kölner sein Gesicht verliert, muss er in der ersten Reihe sitzen. Das ist ganz anders bei uns. Ja, ich kann ja nichts dafür. Das ist ja... Nee. Das ist, pass auf, das schneiden sie, aber wollte ich gerade noch, nur unter uns für die Kölner. Das war schön. Ich habe vor 2 Tagen in der Kölner Arena, habe ich einen Asiatenwitz erzählt. Und was macht der Asiate? Der kauft das Haus. Das war toll. Der kauft die Arena. Gestern Henkelmännchen, heute Wok der 7 Köstlichkeiten. Es wird sich einiges ändern in Köln. Entschuldigung. Hier geht zu deinem Freund spielen.
ich hab das gerade gesagt. Ich darf so reden über der Asiate. Ich habe einen Freund, einen guten Freund Asiat, der Singh, ich weiß, ist der Werbeblock, schneiden Sie raus. Der Singh, ganz netter Kerl, hat in Weidenpech jetzt ein Restaurant aufgemacht. Der hat mir das erlaubt, so zu reden. Singh aus Weidenpech hat ein Restaurant aufgemacht für Springpferd-Spezialitäten. Hop Singh, gehen Sie mal hin. Das ist ein schöner Laden, muss man. Ja. Und der? Der hat mir gesagt, was regst du dich so auf, dass ihr eine andere Mentalität wollt? Ihr habt doch alles, was ihr braucht. Ihr seid bekloppt. Und da habe ich gedacht, hat er eigentlich recht. Wir sind so schön bekloppt in Köln. Ne? Tut nicht weh, was soll man dran ändern? Das hilft uns doch. Dieser Blödsinn, den wir hier machen, dieser Karneval, das hilft uns, den Kopf frei zu kriegen. Ich kann Ihnen nur einen Ratschlag geben, machen Sie mal Blödsinn. Das ist immer schön, wenn ich das sage. Da sitzt immer einer aus dem Westerwald, der sagt, ich höre mal doch von dem Kasper keinen Ratschlag an. Da kann ich nur sagen, wir sind in Köln und da weiß man, dass man selbst mit einem Spinner an der Spitze bis in die erste Liga kommt. Und da kann man auch mal dem Kasperle, ne? Kann man dem Kasperle auch mal einen Ratschlag, ne? Wirklich, mein Ratschlag für euch, macht mal Blödsinn. Kauft euch mal ein Taubenkostüm und stellt euch auf die Domplatte und klaut den Leuten die Pommes. Das ist schön, das macht den Leuten Spaß. Das tut nicht weh. Wenn euch in der KVB eine Oma nervt, gebt ihr ein Snickers und sagt, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das macht Spaß. Lasst uns diesen Blödsinn machen. Ich sage immer, der Karneval ist vor vielen Jahren mal erfunden worden, um für Blödsinn zu machen. Da ging es den Leuten auch nicht so gut. Wir Kölner sind nicht blöd. Ja, wir kriegen schon alles mit. Und das Gesicht, was von Köln momentan um die Welt geht, das ist nicht unser Gesicht. Ihr seid unser Gesicht. Wir sind unser Gesicht. Wir sind Karneval. Und wir sollten dieses Fest weiter feiern. Nee, das macht man nicht, ne? Lasst uns unser Fest weiterhin dazu nutzen, ein paar Minuten am Tag Blödsinn zu machen. Wenn wir das machen, haben wir genug Energie, um den ganzen Schwachsinn, Irrsinn und Unsinn zu ertragen, den wir eigentlich nicht haben wollen. Dann können wir sagen, wir stellen alles auf den Kopf, aber morgen räumen wir auch wieder mit auf. Ich wünsche euch einen friedlichen Karneval. Schön, dass ich hier sein durfte. Seid nett zueinander. Tschüss zusammen und Allah. Eure Blödschkopf. Dankeschön.